Hallo und herzlich willkommen wieder bei EP13 mit Ural158. Ja, vielen Dank erstmal für eure ganzen Zuschriften, für eure Kommentare, Hinweise, Tipps, Ratschläge, alles super, alles prima. Und ich werde auch eine ganze Menge davon noch mit berücksichtigen, vor allen Dingen eine Geschichte. Wir sind ja noch hier hinten. Ich werde Tatsache so machen, dass ich den Tunnel für die Straße weglasse. Und da werden wir die Straße dann nämlich weiter nach oben bringen. Das heißt also, hier wird es weiter höher gehen. Da gibt es bestimmt jetzt auch wieder los mit Biegung und weiß ich was alles hier. Das ist aber jetzt letztendlich erstmal völlig belanglos. Das heißt, da, ab da müssten wir anfangen, langsam. Und ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren hier, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich habe das noch nicht ausprobiert, jetzt hier mit Straßenbiegung oder so ein Schnulli zu arbeiten. Und da werden wir das jetzt hier einfach mal gleich mal testen. Gut, das war eben nicht hier, das sollte hier weg. Und der sollte hier rüber, wenn er denn mal geht. So, und der auch hier. Okay, so, das heißt also, wir müssten hier so anfangen, eine leichte Biegung drin zu bekommen. Und wollen wir mal gucken, ob das hier genauso geht. Gleiche Überhöhung brauchen wir nicht. Eine Steigung, eine Biegung, da haben wir sie ja schon. So, jetzt gucke ich mal, wir haben eine Länge von 60. Ich mache mal ruhig eine 100 Meter Straße. Vielleicht fällt das denn da nicht so auf, ja. Gucken wir mal erst. Wie gesagt, ich probiere mir das aus und mache jetzt eine Biegung mal von 1 Meter, von 1 Rennen. Ich weiß noch nicht, wie das dann aussieht. Man muss sich das ja so ein bisschen austesten. Dann werden wir mal gucken hier, ja, von Weitem. Da ist kaum was zu sehen. Da ist kaum was zu sehen. Und wenn ich jetzt hier einfach sage, eine Verlängerung dran, was passiert denn? Dann macht er die wieder gerade. Und wenn ich da zu der dann auch wieder, höchstwahrscheinlich die Grundeinstellung, muss ich dann hier auch nochmal Biegung, mache ich 1. Mal sehen, aber ne, da macht er den Buckel und das nochmal weg. So, gucken wir hier nochmal, hier hat sich doch irgendwie was verändert. Jetzt Biegung, ne, Länge 100, Biegung 1. Okay. So, und wenn ich jetzt einfach mal, vielleicht klappt das dann hier drüber besser, über einen 2D-Editor. Ja, das, was da hinten ist, das zeige ich euch gleich, was ich da gemacht habe. Da habe ich schon angefangen, den kleinen Bahnhof hinzubasteln. Aber wir wollen ja erstmal hier noch das Stück, dass wir wenigstens den Ansatz nachher haben, wo wir auch natürlich per Straße hochkommen. So was meine Straße, hier ist er doch. Nee, das ist er nicht. Hä, was ist in meiner Straße geblieben? Ja? Da ist er doch. Mein Arm. So. Und jetzt sage ich einfach hier mal, Straße müssen wir einschalten. So, und dann sage ich hier mal, Anfang bei 86, bei 1,73 auf 100 Meter. Knappen Meter gestiegen. So, und dann sage ich einfach mal vorwärts. Von 1,3 Meter, das ist ein bisschen heftig, wa? Oder? Auf 100 Meter, 3 Meter, das geht aber noch, finde ich. Oder? Das geht noch. So, jetzt probiere ich die mal hier ranzusetzen.
Und warum kriegt die jetzt, warum kriegt die nicht anheben mehr? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mach ich mich hier drüber. So. So, und ich will natürlich jetzt, wir sind jetzt hier bei 4,35 Meter. Achso, ich will mir mal vorher was ausprobieren hier. Wenn ich... Das mache ich mal einfach mit dem Stück der Straße hier. Denn das war ja keine schlechte Idee, das einfach hier drüber zu machen. Dass da nachher eine Straße lang führt, die so hier über den Tunnel, da kann man schön mit Geländer und Stützmauern und bla 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 arbeiten, ja. So, aber das ist nur schon wieder, ich will doch hier kein Akrobat öffnen, ja, na, sag mal. So, jetzt habe ich sie. So, ich will nur mal, wieso kann ich die Straße nicht anfassen? So, aber jetzt aber. Jetzt, genau. So, ich will mal nur, dass ich die Höhe hier habe. Dass wir wissen, wie weit wir hier hochgehen müssen. So, da sollte dann die Straße drauf liegen. Ne? Ein kleines Stück höher noch. So circa. Okay. Dann gucken wir mal, wo die jetzt liegt hier. Die liegt bei 10,45 Meter. 10,45 Meter, wenn ich die jetzt hier gleich mal einfach ein bisschen querstelle. Und sage dann, ist man nur 10 Meter lang her. Das reicht erstmal. So. 10,45 liegt noch oben, wunderbar. So, der ist jetzt bei 4 Meter. 4 Meter. Dann nochmal 100 dran. 8 Meter. Oh oh. Kann ich hier eigentlich die Straßen auch verbinden? Warte mal, wenn ich hier 8 Meter. Das ist noch nicht so steil, nö. Finde ich nicht. Das passt. Das passt noch. Ne, halt erst. Kann ja nicht sein, dass das 8 Meter sind und das 10 Meter. Das sieht da viel tiefer aus, sag mich jetzt. Verguckt hier. Meter 71. Der liegt bei 10,45. Täuscht es etwa so? Ich werde mal einfach per Hand jetzt erstmal hier ankoppeln. Mal gucken, was er macht. So, wir müssen ja jetzt so fast hoch sein. Ja. 8,71 Anfang. Das macht sich noch nicht so gut hier. Sag mal. Hä? So. Immer mal auf 9 Meter. Das letzte Stück, das wäre dann noch bei 1,45. So, lass mal gucken, ja. Dazu gemacht bis 10,45 hochgegangen. Der liegt dann genau bei 10,45. Das reicht nicht, das reicht nicht. Das heißt also, der muss hier, da muss er schon viel höher sein, ja. Der muss ja hier wenigstens auf 10 Meter sein. Und dann der ran.
reicht auch noch nicht. Das wird mir doch zu steilen. Wenn ich hier gleich sage, 10, 45, so, dann müsste der doch so bleiben jetzt. Dann haut das hin. Dann haut das hin. Okay. Dann passt das. Ja, das wird jetzt, sieht jetzt aber nur so ein bisschen, das täuscht nur, dass das jetzt, weil hier der Untergrund noch fehlt, da geht ein bisschen weg. Und hier, den setze ich einfach nochmal neu an, mal gucken. So, jetzt stimmt das nämlich, dass der hier auch auf 10,45 ist. So, und dann können wir hier nämlich schön nachher Geländer und Stützmauer hin, den Tunnel schieben wir weiter rein mit der Blende hier. Habe ich sie jetzt hier, die Blende? Habe ich sie jetzt erwischt hier? Ne, das ist sie. So, mit der Blende, die mache ich dann natürlich hier von der Breite her auf die Breite des Tunnels. Passt das ein bisschen an. Und dann kommt das auch hin, habe ich schon probiert, geht einwandfrei. Ja, die kann man ja skalieren. Das ist dann also nicht weiter schlimm. Wenn wir die dann schön nachher in den Tunnel einpassen. Ja. So, ich lasse die jetzt vorher noch so ein bisschen rausstehen hier. Ja, das wäre also möglich, dass wir das so machen. Und die Steigung, die ist nicht dolle. Das passt schon. Das passt schon an die Fälle, denke ich mal. Ja, ja, das geht. Gut, dann können wir da nachher das Geländer dementsprechend auch so ein bisschen anpassen. Hauptsache mir bleibt der Platz nachher hier für den kleinen Lokschuppen noch. Und dann ist das ganz okay. So, hier hat sich nichts geändert. Ne, die läuft noch gut durch hier. Prima. So, dann bin ich ja, wie gesagt, hier weiter jetzt hoch. Und ich habe dann oben einfach mal verbreitert und schon hier einen Bahnhof nochmal von mir, den ich extra separat erstmal gemacht habe und dann halt hier oben eingesetzt. Und dann passt es genau so, wie ich das eigentlich haben wollte. Hier geht es weiter. Dann haben wir hier nochmal eine Nebenbahn, die wir über eine Brücke führen können nachher hier runter von diesem Höhengelände. So, das soll die Verbindung werden zu dem. Das werden wir auch mal gleich machen hier. Dass wir hier einfach mal sagen, die Gleislücke schließen. Das können wir natürlich hier drinnen nicht machen, war mir klar. Müssen wir hier hinten hin. So, das wird aber höchstwahrscheinlich zu steil sein. Ich werde den einfach erstmal kürzen hier. So, den einfach mal. Wie viel hat der? 60, den werden wir mal auf 30 kürzen. Okay, so, und nun müsste das eigentlich funktionieren, dass wir hier die Verbindung hinkriegen können. Dass wir sagen, Gleislücke schließen. Und dann von hier bis da. So. Damit haben wir hier die Verbindung. Der Anschluss ist da. Und wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen. Ah ja, muss ich hier noch die Gleise muss ich noch verändern. Oh, oh, oh. Ja. So, haben wir hier Kleinetbahn-Betriebswerk. Da ist schon soweit alles angeschlossen. Dann haben wir hier eine Güterrampe mit zwei Anfahrten. Dann haben wir hier ein Ausweichgleis, wo wir hier noch einen Mittenbahnsteig haben. Das heißt also, kann
können Züge hier auf beiden Gleisen halten. Die können sie ja auch noch hier in der Mitte einen Pendelzug halten oder sowas. Kann aber auch gleichzeitig genommen werden zum Rangieren für die Rampe und nachher auch zum Weiterfahren. Man kommt also auch von dem einseitigen Gleis hier rüber, dann bis zu dieser kleinen Fabrik. Oder der Transport kann hier weitergeführt werden von der Fabrik, jetzt dann hier genauso rüber. Hier kann auch erfolgen, hier sind noch kleinere Gleise zur Zugaufstellung, um hier einen Güterzug zusammenzustellen. Die Möglichkeit hat man hier, man könnte auch hier noch einen Güterzug zusammenstellen, der dann später abgeholt wird. Und von hier aus fährt ein einfacher kleiner Pendler, da nehme ich so einen einzelnen Triebwagen oder sowas, und der kann dann hier rüber. Hier werden wir dann auch noch kleine Gebiet machen. Dann kommt hier eine Brücke, und diese Brücke, na, mal gucken, was wir hier, hier können wir noch einiges machen. Können wir über Wasser führen oder sonst was. Auf jeden Fall haben wir das dann hier weit auch schon. Ein kleines Dörfchen hier, was wir hier schon hin machen können. Von hier aus jetzt dann weiter und dann bauen wir da hinten weiter. So, zumindest haben wir jetzt erstmal die erste Verbindung hier rüber. Und ich glaube, dann können wir erstmal anfangen, dass wir hier zumindest schon eventuell den ersten Pendler mal so weit fahren lassen können. Das heißt, dass wir hier die ersten Schaltungen schon reinbringen können. Das muss also hier eine Wende werden, beziehungsweise eine Umkehrung. Das heißt, der muss anhalten. Da wollten wir ja den Dreier-Triebwagen hier fahren lassen. Und wir könnten jetzt ja auch eine Lok fahren lassen, die dann hier abkoppelt. Ob, wieso dreht er sich ja von alleine? Wo bin ich jetzt hier? So, die hier abkoppelt. Und dann hier am Lokschuppen dann auch noch mal die Möglichkeit hat zu wechseln. So, aber wieso verschwindet hier da die Schiene? Ist das ein paar zu enge? Das könnte natürlich sein, das müsste ich jetzt hier erstmal wegmachen, dass das nicht mehr, das ist mir ein bisschen zu doof, wenn das aus einer bestimmten Höhe dann hier. Machen wir mal eins weiter, Dreier. Genau. So, und dann müssten wir das ein bisschen absenken, glaube ich. Ah, das war zu voll. Ja, ich habe auch hier viel zu viel eingestellt, ja. So. Nur ein bisschen weiter runter hier. Und das ist wieder mir zu wenig, ja. Okay. Das war hier ein bisschen. Naja, da hat er dann nämlich durchgeschüttert, weil es zu enge dran war hier. So geht es denn. Jetzt können wir das. Naja, das stimmt schon, ist schon richtig, was ihr gesagt habt. Wäre erst besser gewesen, nur die Schiene hinzulegen und dann erst die ganze Geländeanpassung zu machen. Ich glaube, dann hätte ich mir nämlich hier jetzt diese kleine Nachkorrektur dann höchstwahrscheinlich erspart. Aber gut, das lässt sich auch gut einbauen hier. Das ist jetzt nicht das Ding. So, jetzt gucken wir mal weiter weg. Jawohl, sind da jetzt, bleibt das doch so, wie es ist. Und dann passt das schon. Genau. So, machen wir mal erstmal die Schaltung für den Schienenbus alleine. Der braucht ja nur ein Haltsignal, ein Wechsel, und dann hätten wir das schon mal. Okay, das machen wir aber hier drinnen. Ja, klar, soll er speichern. Ja, das macht man vorsichtshalber, falls es doch wieder mal abstürzt hier zwischendurch. Das sind doch mal ein bisschen klein, ein bisschen ärgerlich, wenn denn
die Arbeit verloren geht hier. So, jetzt müssen wir uns das erstmal hinfummeln mit dem Haltesignal. Dann nehmen wir eine Tafel, einfache Haltetafel. Startsignal. Nö. Busgleichsperre, unsichtbares Signal. Haben wir doch auch hier irgendwo unsichtbares Signal, da ist es doch ja. Da brauchen wir keine, oder wir könnten auch eine Haltetafel nehmen. Na, mal gucken, erstmal, dass es überhaupt läuft hier. So, dann brauchen wir einen Signalkontakt. Ne, erstmal, ja. Signalkontakt brauchen wir eh. Okay, machen wir den erstmal hier hin. So, dann brauchen wir einen Umschalter. Fahrzeug. Dann machen wir den. So, das heißt also, Signalkontakt, das war in diese Richtung. Das wird, nee, von hier aus können wir die Freischaltung dann machen. Genau. Da soll er auf Fahrt gehen mit einer Verzögerung. Machen wir das erstmal hier auf 30. Die Zeit, das müssen wir uns ausprobieren. So, dann brauchen wir noch einen Kontakt. Quatsch, nicht Fahrzeug, sondern Signalkontakt. Und zwar, dass der so wie er wieder rausfährt. Das Ding auch wieder auf Rot schaltet. Das könnten wir eigentlich schon früher, wir können es aus der Richtung machen, dann ist es sicherer, dass wir hier sagen, Stop. Aber, so, okay. Also egal welcher Zug jetzt hier kommt, der legt auf jeden Fall das Endsignal hier. Das unsichtbare auf Halt. So, jetzt brauchen wir hier ein Fahrtrichtungsumkehr. Okay. Und den müssen wir relativ weit vorne hinpacken. So, das müsste eigentlich ausreichen. Erstmal gucken, bis wohin der Zug sowieso fährt hier. Nicht, dass wir hier halb in den Bahnhof nämlich ranfahren hier. Okay, dann gucken wir mal. Wir holen uns mal jetzt hier. Da will ich ja für die hier, die will ich alle separat gleich haben. Was ich hier einsetze auf der Platte. So, jetzt lassen wir den erstmal ein Stück zurückfahren. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Erstmal mit der Umschaltung. Das ist ja immer das. Okay, so, jetzt kannst du wieder andere Richtung fahren, ja. So, hier muss ja sein, dass das auf Rot geschaltet wird, das Signal hier. Ja, Licht schon auf Rot, sehr schön. Er hält an, bleibt stehen. Nach 30 Sekunden sollte er eigentlich wieder freischalten, ja. Dauert die Tatsache so lange? Und ja, sehr schön. Ja, hat auf Anhieb sofort funktioniert mit unserer Umkehrung. Ja. Probieren wir gleich nochmal. So, das Signal ist wieder auf grün.
sehen wir hier. Und wir geben jetzt nochmal Stoff. So. Signal schaltet auf Rot. Sehr schön. Und er fährt rein, hält an, steht noch ziemlich weit vor. Wir lassen ihn ruhig ein bisschen weiter noch reinfahren. Ja, mit unserer ersten Schaltung, die ruckzuck funktioniert hat, gerade mit dieser Umkehrung, das war ja immer so ein bisschen, rutscht da rüber, rutscht da nicht rüber. Aber so wie wir die gemacht haben, hat es sofort funktioniert. Und nach 30 Sekunden rutscht er wieder in die andere Richtung. Gut, das war's, liebe Leute. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss, sagt euch Wolle 158. Bye, bye.